Willkommen zu einer neuen chilligen Runde WoW Burning Crusade von Blizzard Entertainment. Ja, ich kann nicht mehr davon tragen. Wollte ich ihn gerade hämmern? Das ist noch nicht bereit. Haben wir den Trank benutzt? Hä? Oh, das war jetzt schlecht mit Essen und Trinken. Wir sollten uns zurückziehen. Oder ihn ziehen. Hämmern mal. Ja, ich sehe schon, hat viel genutzt. Da haben wir den nämlich gleich wieder. So, Schwerrüstung, 3 Stärke, jawohl. Das hat's mal richtig gerockt. Das ist nice. Und dann können wir gleich wieder trinken. Ist an der Stelle normal, das sind mit die schwersten Gegner. Jetzt hier so am Anfang. Die Quest muss man abgeben. Die Quest abgeben. Hier drüben geht's weiter. Die Strecken hier, das ist Fahrbein und Lützrein, wie sie laufen. Hier siehst du, wupp. Und der läuft in der Richtung. Von da nach da runter, dreht rum, so rum, so rum, so rum und immer so weiter. Und der vor, zurück. Jo. Knack. Ich kann nicht mehr davon tragen. Und jetzt Überraschung, Simon. Nein, wir haben Glück. Twistbünde. Schlapp mal mit. Mach mal zu. Mach mal zu. Hammer, jetzt müssen wir dort rüber. Auf der Insel hat man abgegeben. Die habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ah ne, das waren jetzt die Ohren. Jo. Ne, für solche kurzen Stücke machen wir keinen Rind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 
Apropos langzorniger Matschnapper. Wenn wir hier so einen See haben, sollten wir auch schon nutzen, ne? Unsere Feinde werden fallen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Anubelode Delana. Jawohl. Leder, ein Beweglichkeit, schon mal nicht schlecht. Wütend. Zwei Silber zum Verkaufen. Ja, da oben. Die könnte man mal kurz durchlunschen. Oh, wir kriegen gleich Level up. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Da ist es, Level up, Level 18. Seid für alles bereit. In Schutz vergelter da rein. Nein. Pop. Schild des Weltenwandlers. Sieht besser aus wie das Icon. Cool. Brauchen wir einen Schild? Nein. Wir können es ja erstmal aufheben. Die zwei Silber brauchen wir ja auch nicht. Hier rum. Ja, wupp. Die wupp. Das hat schon was Entschleunigendes, Beruhigendes. Also wir kriegen auch was. Wir hören es, wie es in der Tasche purzelt. Wir sehen natürlich nicht, ob wir auch Skillpunkte kriegen oder nicht. Das nehmen wir einfach mal an. Angenehm. Fünfmal haben wir geangelt, zweimal machen wir noch. Dann haben wir sichere 5 Punkte. Ja, bei dem Level oder Skill, wo wir uns bewegen, gibt eigentlich jeder Fisch einen Punkt. Aber wir müssen ja noch ein bisschen hinterher skillen, ne? So. Da sind wir wirklich bei 67. Wo Stoppbefühler kriegen wir aus mit 100. Haben wir den? Haben wir schon einstecken. Nice. Ja, dass wir hier so hochkochen können, hätte ich jetzt nicht gedacht. Stellen wir gleich her. Was machen wir? Hammer. So, und was machen wir danach? Müssen das hier unten Geister klauen? Haben wir noch genug Platz? Nee, haben wir nicht. Aber wir können das schließen. Das schließen. Wie hoch sind denn die? Geisterklauen Luchse. Dass wir hier nicht die Quests machen, die schon zu hoch sind. 13. Nö, passt. Da können wir die schon mal klatschen. Auf dem Weg dort runter oder hier allgemein? Ja, allgemein. Was war denn das Geisterklauenfleisch? Und so weit unten? Jo. Luchstick. Dort ist Luchsfleisch.
Screamer, aber ins Gesicht, ja. Von 13er und 14er Mobs. Ich bin außer Reichweite. Sind wir ja nicht mehr gewohnt, Gegenwehr. Und da sind wir schon Level 18. Die Fledermäuse braucht man dann danach. Ist auch so eine Quest, hätte man ruhig parallel machen können. Um die Luchse zu klatschen, musst du öfter mal so eine Fledermaus mitnehmen. Und andersrum dann auch. Ne gut, so machst du denn wieder. Level, Level, Level. Vorher. Sind hier nur Fledermäuse? Da auch. Da unten habe ich noch einen Lux gesehen. Hier ist irgendwo Kupfer. Hier? Jo, hier. Lux. Lux. Jawohl, sind die richtigen? Da ist noch ein Lux. Ich muss näher ran. Ausgestorben? Was kommt damit einmal, wenn du näher rangehst? Jetzt auf einmal. Nice. Schick, schick. Zwei Luchse. Luchse, du Schwachkopf. Ja, 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 ja. Die sind Luxus, die Luchse. Ich sag ja, es wird heute nicht besser. Hier ist ja noch ein Teich. Wo sind wir denn hier eigentlich? Okay. Oh, Hammerstein. Coole, 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 coole. Schnarch. Ja, bis 90 müssen wir kommen, ne? Damit wir Level aktuell sind. Ringbogenflossen. Oh. Da sollte man gleich mal noch Zähne drauflegen. Dann sind wir nämlich auch schon hier unten beim Stoppelfühlerwels. Oh. Ich entdecke hier noch Geheimnisse. Ein
Nice. Ein Stoppelfühlerwels kannst du richtig geil angeln in Steinkrallengebirge. Sonnenfels. Zumindest ging das mal eine ganze Weile. Da ist da zu 80% getroppt. So, nicht wundern, weil ich hier geklickt habe. Das war. Ich habe nebenbei wieder Käffchen getrunken. Oh, cool. Da freut sich da. Alchi. Den muss ich irgendwann auch mal wieder weiterspielen. Oh, da ist noch Level 10. Nicht Skill 10, sondern Level 10. Können wir uns denn Tränke-Buffs bauen? Renn mal deinen Anschlag Halskrause gebufft rum. Ja, dann müssen wir gleich mal bis 90 durchangeln, wa? Ja, wir kommen einfach hier immer wieder her zum Angeln. Genau. Wenn wir hier dran vorbeilaufen, dann angeln wir hier. Jo. Genau so. Ja, noch länger wird dann irgendwann langweilig. Also nicht mir, ich könnte stundenlang. Da hoch. Musste ja auch stundenlang aushalten, wenn du dann mal Raid Buffs organisierst und so weiter. Oh, da gab es bei uns sogar DKP-Punkte früher dafür. Oder mal ein Gilden-Event. Und dann hast du gesehen, wie viele dann überhaupt nicht angeln konnten. Ich krieg hier ja gar nichts raus. Aber was hast du denn für ein Skill? Hast du Köder dabei? Was? Sowas gibt's? War früher mal lustig, ja. Und das Allercoolste war, als dann unser Hexenmeister Kellian rausgehauen hat, dass es bei ZG, Zul'Gurub, beim Angeln auch ein Epic-Schwert gibt. Was meinst du, wie schnell die am Start, das war kurz, was heißt kurz, halbe Stunde vor Raidbeginn, was meinst du, wie schnell die alle rausgelaufen sind und sich Köder gekauft haben? Wie viele Angeln du dann gesehen hast, die dort am Anfang, hast du ja so einen Wasserbereich, wie viele dann dort geangelt haben. Oh, wir haben Tränen gelacht. Weil ich ja, wenn mir langweilig war, habe ich ja überall geangelt. Ich habe die Angel überall reingehalten. Ja, schon aus Prinzip, weißt du. Ein paar Fische können nicht schaden. Buffut. Oh, Herr. Epic, das zieht. Sanktum Baladash, der Sonne. Baladone. Ja, Baladash. Hm. Was? Aus der Wind? Ach, das ist für ein Heiler. Na. Aber das können wir zwischendurch nehmen für nur 20 Rüstung weniger. Bisschen mehr Crit. Da guck. 5,2. 0,4. Reiß zur blutenden und zur heulenden Ziegoreut. Tod allen Widersachern. Das ist gar nicht so einfach. Die Zwillingsziggurate. Ehre den Sindorai. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Jo, vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, wir rennen hier außen lang. Du kannst natürlich hier hoch rennen. Hier oben ist auch ein Weg. Renn doch mal auf den Berg. Auf den Berg. Den sieht man vielleicht nicht. Da oben ist der Weg. Da. Und hier siehst du es genau. Da geht's denn hoch. Hier unten siehst du leider keinen Weg. Na komm. Da siehst du, da sind die Fackeln. Hier geht's hoch.
Aber laufen wir nicht, denn wir brauchen noch... Nö, laufen wir. Planänderung, jawohl, wir haben die Geisterklauen-Luchse fertig. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen wäre schön und über ein Abo freue ich mich riesig. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann aktiviere bitte die Glocke. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüssikowski.